hat so extravagant die Farbe gehabt, wissen Sie. Also immer wieder schön, Damen und Herren, wenn man sich die Lederhosen so schaut. Ja, Lederhosen ist so neu, hat ja das schon mehrmals gesagt. Was ist denn neu? Neu, ja. Ja. Die haben es ganz neu gekauft, gell? Vor einem Jahr gekauft, ja. Ah, doch, echt? Ja. Die müssen die öfters anziehen. Oder sie sind einfach zu reinlich. Echt, was Musiker. Reinigst du die, oder was? Nein, aber die müssen so ausschauen. Also meine Lederhosen, das war ja total gut, die war innerhalb von einem halben Jahr so speckig, was aber da war ich noch Kind. Ja, da waren sie noch Kind, da ist klar, dass sie ausschauen. Wo spielst du? Ich spiele da vorne. Ah, da vorne? Ja, nicht genau. Nein, da vorne. Und was? Klarinette und Saxophon. Ah ja, da bleibt man sauber. Bei den Isarspatzen. Okay. Das ist ein sauberes Instrument. War mir ein großes Vergnügen, aber so ein bisschen speckig, das tat nicht schon. Schon, gell? Ja. Wird schon noch mit der Zeit. Also, Damen und Herren, das ist immer eine Ansichtssache, ob jetzt die Lederhose etwas neu ausschaut oder nicht. Aber wenn es halt neu ausschaut, ich weiß es nicht. Mir gefällt das nicht.